Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Transparenz TV in der Sendung Franz Alt. Die heutigen Themen unseres Monatsreports: Schaffen Biden und Putin eine neue Abrüstungsrunde, ähnlich wie Gorbatschow und Reagan in den 80ern? Internationale Strafgerichte, kann Recht heilen? Das neue Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, reicht das für das 1,5-Grad-Ziel? Und wie weiter mit Belarus? Einsteigen tun wir mit dem Thema das Ende des Verbrennungsmotors. Eine ganz überraschende Wende bei Audi. Audi plant bereits den Ausstieg aus dem Verbrenner im Jahr 2030. Die Fragen stellt Frank Farenski, der Chef von Transparenz TV. Frank, du hast das Wort. Wer heute noch einen Verbrenner kauft, ist selber schuld, denn wer ein Verbrennerfahrzeug weiter betreibt, wird in Zukunft höhere Kosten zu erwarten haben. Nicht nur, dass die Brennstoffkosten steigen werden, die Erdölförderung nimmt insgesamt ab, fossile Energieträger kosten mehr Geld. Wir haben eine CO2-Steuer, die CO2-Steuer wird steigen. Elektroautos haben dagegen eindeutige ökonomische Vorteile. Mit der Förderung sind sie zumindest gleich auf. Und sie sind enorm sparsam im Betrieb. Die Energiekosten sind geringer und es gibt auch so etwas wie teure Verschleißteile nicht und auch teure Inspektionen fallen weg. Franz, 2030 will Audi aufhören, neue Verbrennerfahrzeuge in den Markt zu bekommen. Brauchen wir noch das Verbot für Verbrennerfahrzeuge? Ja, es könnte sehr gut sein, dass wir gar kein Verbot brauchen. Die Marktwirtschaft regelt das von selber. Der Preis wird das regeln. Und wenn einer wie Audi jetzt den Anfang macht, dann wird den anderen der Konkurrenz, BMW und VW und Daimler, gar nichts anderes übrig bleiben, als nachzuziehen. Das ist ja eine dreifache Revolution, was Audi da angekündigt hat in den letzten Tagen. Erstens, bis 2025 will Audi 30 verschiedene Elektroautotypen auf den Markt bringen. Zweitens, ab 2026 will Audi keine neuen Typen von Verbrennungsmotoren mehr produzieren und auf den Markt bringen. Und drittens, ab 2030 will Audi nur noch Elektroautos verkaufen, also keine Verbrennungsmotoren mehr. Das ist eine Revolution im Autoland Deutschland. Wenn das die Grünen oder Greenpeace vor einem Jahr gesagt hätten, wäre das alles als Verrücktheit angesehen worden. Man sieht, die Änderungen können schneller kommen, als wir uns das alle vorstellen. Beim Auto zumindest wird das der Fall sein. Und wenn ich ein bisheriges Auto gekauft habe, einen Verbrenner, Diesel oder Benziner, konnte ich davon ausgehen, ich habe ein Auto, das rund 250.000 Kilometer fährt. Wenn ich heute ein Elektroauto kaufe, so sagen mir die Fachleute, kann ich davon ausgehen, dass ich ein Auto gekauft habe, das 1 Million Kilometer fährt und im Unterhalt weit preisgünstiger ist als die alten Autos. Es ist völlig klar, Frank, wem die Zukunft gehört. Die Verbrenner werden verschwinden. Wir werden nicht länger uns als Pyromanen benehmen, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Und Energiewende, Verkehrswende heißt ja mehr als nur vom alten Auto auf ein Elektroauto umzusteigen. Die Bundesregierung selber hat angekündigt, dass bis zum Jahr 2030 doppelt so viele Menschen als heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren sollen. Da muss natürlich viel Geld investiert werden. Die Bundesregierung hat angekündigt, 100 Milliarden Euro bis 2030. Also der Umstieg vom Verbrenner auf das Elektro ist nur ein Teil der ökologischen Verkehrswende, aber ein wichtiger Teil. Und wie gesagt, er kommt schneller, als das bisher absehbar war. Es gab neulich ein Interview im Spiegel mit dem Chef von Siemens Energy. Der hat gesagt, wenn in Europa oder in Deutschland bis 2030 die Verbrennungsmotoren verboten werden, dann stellt Audi, und er hat namentlich Audi erwähnt, die Verbrennermotoren eben in China her. Also genau das scheint eigentlich nicht zu passieren. Der Verbrenner schafft sich automatisch selber ab, weil er wirtschaftlich keine Zukunft mehr hat. Das glaube ich auch, dass er sich selbst abschafft. Die Klimaauflagen in der EU, aber auch in Deutschland werden immer strenger.
Da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als auf die auch preislich günstigeren E-Autos umzusteigen. Und zweitens, wenn jetzt Audi damit anfängt, das umzusetzen, was sie angekündigt haben, dann wird den anderen gar nichts anderes übrig bleiben, als rasch nachzuziehen. Das ist der Vorteil der Marktwirtschaft. Wenn einer anfängt, müssen sich die anderen auch umstellen. Und ich bin sicher, die Verkäufer, die Käufer und Käuferinnen von Autos werden in der Zukunft sehr wohl das Auto kaufen, das am preisgünstigsten ist und umweltfreundlich dazu. Viele Leute kaufen heute noch Verbrennerautos, weil die sagen, naja, ich weiß nicht, wo ich mein Auto laden kann. Was würdest du denn den Bürgerinnen und Bürgern empfehlen? Ihr selber habt ja inzwischen auch ein Elektroauto. Ja, meine Frau hat ein Elektroauto. Ich fahre über 90% meiner Wege und ich habe ja viele Termine draußen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich würde den Leuten empfehlen, in erster Linie zu gucken, ob man möglichst viel Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kann. Zweitens, wenn ein Auto noch notwendig ist und für Menschen, viele Menschen auf dem Land zum Beispiel, ist noch immer ein Auto einfach eine Notwendigkeit, dann natürlich ein Auto zu kaufen, das preisgünstig ist, umweltfreundlich und nicht riesig. Ein SUV muss es nicht wirklich sein. Es geht auch preisgünstiger und umweltfreundlicher. Wir haben gerade über die ökonomischen Vorteile gesprochen. Wer jetzt in die Elektromobilität einsteigt, hat den großen Vorteil, er partizipiert jetzt schon an den ökonomischen Vorteilen. Das heißt, umso schneller ist das Ganze abgezahlt und umso billiger ist die persönliche Mobilität. Deshalb macht es Sinn, jetzt schon einzusteigen, weil jetzt ist die Förderung so groß, wie sie wahrscheinlich nie wieder sein wird, oder? Ja, das sieht so aus. Die Förderung jetzt 9.000 Euro oder mehr für ein Elektroauto wird natürlich im Laufe der Jahre reduziert, weil die Elektroautos selber billiger werden. Der Volkswagen-Chef hat mal schon vor einigen Monaten angekündigt, ab 2023 wird ein Elektroauto von VW mindestens so preiswert sein wie ein Benziner oder ein Diesel von VW. Zweites Thema. Das Treffen von Biden und Putin hat stattgefunden. Schaffen Biden und Putin die Atomabrüstung, lautet das Thema. Das Treffen von Putin und Biden ist ja in der Öffentlichkeit, in den Medien nicht so positiv behandelt worden. Man hat gesagt, na gut, die haben sich mal wieder getroffen. Wenn man das Abschlusskommuniqué liest, Franz, dann stehen da doch ganz gute Sachen drin bezüglich der Abrüstung von Atomwaffen. Was steht denn dort? Mich hat auch überrascht, die etwas oberflächliche Berichterstattung in den deutschen Medien. Heute übrigens ist der russische Botschafter wieder nach Washington geflogen und der amerikanische Botschafter für Russland hat angekündigt, in den nächsten Tagen auch wieder auf seinem Posten in Moskau zurückzugehen. Das ist das vordergründig positivste Ergebnis. Aber es gibt ein Ergebnis, das weit über das hinausgeht und das uns vielleicht einige Ängste über eine neue Rüstungsspirale nehmen kann. In diesem Abschlusskommuniqué findet sich ein sehr bemerkenswerter Satz, der für mich die eigentliche Überraschung dieses Treffens ist. Der Satz ist komplett übernommen von dem Treffen, das 1985 ebenfalls in Genf zwischen Gorbatschow, dem damaligen Chef der Sowjetunion, und Reagan, dem damaligen Präsidenten der USA, stattgefunden hat. Und dieser Satz heißt wörtlich: Wir übernehmen den Grundsatz, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf. Mir hat Gorbatschow in einem Buch, das wir zusammen geschrieben haben, das ist dieses Büchlein mit dem Titel Kommt endlich zur Vernunft, nie wieder Krieg. Mir hat Gorbatschow in diesem Büchlein gesagt, das war der entscheidende Satz für den Vertrauensaufbau zwischen ihm und seinem damaligen Konkurrenten Reagan. Wenn das damals so war, hat Gorbatschow in unserem Büchlein schon gesagt, dann geht das natürlich auch heute. Und die beiden scheinen tatsächlich einen Anfang gemacht zu haben. Sie haben diesen wörtlichen Satz aus 1985 nicht nur komplett wörtlich übernommen, sondern sie haben auch gleich eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die im nächsten halben Jahr schon
erste Ergebnisse über gemeinsame, konstruktive Abrüstungsverhandlungen erzielen soll. Das ist ihr Auftrag von den beiden Präsidenten. Ganz offenbar haben die beiden eingesehen, dass ein neuer Rüstungswettlauf im Atomzeitalter viel zu gefährlich ist für die gesamte Welt. Und beide haben ja nun wirklich erkannt, ganz offensichtlich, dass es völlig sinnlos ist, einen Atomkrieg zu führen. Wer als Erster beginnt, stirbt als Zweiter. Das haben wir schon in der Friedensbewegung vor 30, 40 Jahren gesagt. Und die Präsidenten scheinen das begriffen zu haben. Auch die heutigen Präsidenten. Und wenn ich mir überlege, was damals zustande kam, 80% der gefährlichsten Atomwaffen, SS-20 auf russischer Seite, Pershings auf westlicher Seite, sind damals abgerüstet worden. Gorbatschow wollte damals schon eine atomwaffenfreie Welt. Reagan hat gesagt, das kann er bei seinen Hardlinern nicht durchsetzen. So hat mir das Gorbatschow zumindest erklärt. Aber Gorbatschow war damals schon bereit, eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen. Übrigens, wir sind dieser atomwaffenfreien Welt näher, als die meisten von uns das heute sich vorstellen. Richtig ist, dass es in den letzten Monaten starke Töne für eine neue Aufrüstungsspirale gab. Von beiden Seiten, von russischer Seite genauso wie von amerikanischer Seite, zumindest noch unter Trump. Trump hat zum Beispiel Nordkorea mit totaler atomarer Vernichtung gedroht und Kim in Nordkorea ebenfalls. Das sind völlig neue Töne, dass man wieder zurückgreift auf das, was in den 80er Jahren zu großen Abrüstungsschritten geführt hat. Wenn das wirklich erkannt ist, Atomkrieg ist sinnlos, weil es zum Ende der Menschheit führt. Gorbatschow hat mir mal erklärt, ich habe ihn gefragt, was wäre denn ein Atomkrieg? Und er hat wörtlich gesagt, ein Atomkrieg wäre der letzte Krieg der Menschheitsgeschichte, weil es danach keine Menschen mehr gäbe, die noch einen Krieg führen könnten. Diese Erkenntnis haben wohl die beiden Präsidenten, die sich jetzt vor wenigen Tagen in Genf wieder getroffen haben, auch. Sie haben sie zumindest übernommen. Und es sieht so aus, als würden ernsthafte Versuche für Abrüstung unternommen werden. Beide Präsidenten haben ihre jeweiligen Delegationen diesen Auftrag gegeben. Sucht Schritte zur Abrüstung. Wir haben ja im letzten Jahr einen neuen Rüstungsrekord erzielt. Beinahe 2 Billionen US-Dollar wurden ausgegeben weltweit für Rüstung und Kriegsvorbereitung. Der reine Wahnsinn, wenn ich weiß, was wir vernünftigerweise mit diesem Geld machen könnten. Ökologische Projekte, soziale Projekte, den Hunger überwinden, dafür sorgen, dass alle Kinder dieser Welt eine Schulausbildung, eine Bildung bekommen können. Wenn wir das machen, haben wir wirklich eine neue, eine andere, eine bessere Welt. Also der Wahnsinn ist leider noch nicht beendet, aber Schritte, diesen Wahnsinn zu beenden, werden unternommen und sind auch in diesem Jahr in der UNO schon übernommen worden. Im Januar dieses Jahres haben immerhin 123 Länder von den 195 Mitgliedern der UNO beschlossen, sie werden auf Atomwaffen verzichten. Und Atomwaffen sind völkerrechtlich geächtet. Eigentlich müssten die neuen Atomwaffenstaaten, die wir heute noch haben, abrüsten. Sie tun es nicht. Das ist nun mal das Gesetz von politischer Stärke. Die richten sich nicht nach diesem Völkerrecht. Aber rein juristisch, völkerrechtlich, sind Atomwaffen bereits verboten. 123 Länder haben diesem Atomwaffenverbotsvertrag zugestimmt. Und wahrscheinlich war dies auch der Anlass, dass die beiden größten Atomwaffenbesitzer, Amerika, also die USA und Russland, jetzt diese ersten Schritte zur Abrüstung machen und sich daran erinnern, dass ihre Präsidenten vor über 30 Jahren schon vernünftige Schritte gemacht haben zu einer Abrüstung und dass Abrüstung vernünftiger ist als ewiges atomares Wettrüsten, was auch noch sehr gefährlich sein kann, wie das Gorbatschow in unserem Buch erklärt hat.
Ja, zu dem Treffen von Putin und Biden, da war ich sowieso schon sehr gespannt, dir zwei Fragen zu stellen. Das erste, wir hatten ja vorher den G7-Gipfel und dann das NATO-Treffen gehabt und auf beiden Veranstaltungen ist ja in Anführungsstrichen stark mit den Säbeln gerasselt worden. Einmal ist China zum neuen Feind erklärt worden. Dann ist gesagt worden, wir müssen jetzt 2% des Bruttosozialprodukts in die Rüstung stecken. Auch Herr Laschet hat im Vorgang zum NATO-Treffen angekündigt, dass Deutschland mehr Geld in die Rüstung steckt, obwohl wir das in den letzten Jahren auch schon getan haben. Und es ist immer wieder dieses Feindbild Russland-China aufgebaut worden. Dazu passt ja eigentlich dieses Kommuniqué mit den Abrüstungsschritten Richtung atomare Bewaffnung nicht, zumal ich habe mal die SIPRI-Zahlen vom letzten Jahr rausgekramt. Es sind zwar insgesamt Atomsprengköpfe abgerüstet worden von 13.400 und 13.080. Also alte Atomsprengköpfe sind praktisch verschrottet worden. Gleichzeitig sagt aber SIPRI, dass mehr Atomsprengköpfe in der Einsatzbereitschaft sind. 3.720 2019 auf 3.825. Also auf der einen Seite werden alte Sprengköpfe verschrottet, auf der anderen Seite wird mehr in Einsatzbereitschaft gebracht. Ist denn das, was da im Kommuniqué spricht, auch hinsichtlich des Säbelrasselns beim G7 und NATO-Treffen überhaupt wirklich ernst gemeint? Das kann man bis jetzt nur hoffen. Und ich habe ziemlich Vertrauen in dieses Kommuniqué, weil, wie gesagt, Gorbatschow schon mal erklärt hat, dass das die Basis war. Diese Erkenntnis, ein Atomkrieg kann einfach nicht gewonnen werden, dass diese Erkenntnis die Basis für Abrüstung in den 80ern war. Und wir haben heute eine neue Situation. Das, was du eben zitiert hast, ist natürlich noch die Politik Trump und Putin vor 2 Jahren. Und Putin hat diesmal über seinen neuen Konkurrenten Biden so positiv gesprochen, wie er über Trump nie gesprochen hat. Also das ist eine neue Situation. Und ich hoffe, dass auch die deutsche Politik, egal wer Kanzler oder Kanzlerin wird, daraus Konsequenzen zieht. Ich hoffe, dass das abfärbt, was da jetzt in Genf beschlossen wurde. Und 2%, das wäre über 80 Milliarden in Deutschland für die Rüstung. Das ist beinahe so viel wie Russland allein. Das wäre der reine Wahnsinn. Wenn man vergleicht dass das russische Budget für Rüstung und das NATO-Budget für Rüstung, sieht man, dass die NATO beinahe 8 oder 9 Mal mehr ausgibt für Rüstung und Kriegsvorbereitung. Da muss man doch fragen, wer bedroht hier eigentlich wen? Und wenn ich allein die Rüstungshaushalte sehe, dann weiß ich, dass natürlich der Westen weit, weit militärisch Russland überlegen ist. Natürlich ist das, was Putin in der Ukraine macht, eine Gefahr. Und vor allen Dingen, wenn ich mich in Polen hineinversetze, wenn ich mich in die baltischen Staaten hineinversetze, ist das immer eine Bedrohung. Aber da muss eben gerungen werden mit Putin und nicht einfach sinnlos immer mehr Geld ausgeben. Mit immer mehr Aufrüstung kommen wir dem wirklichen Frieden in Europa nicht näher. Und ich glaube auch nicht, dass Putin vorhat, mit Panzern in Berlin einzumarschieren. Also man muss auf die realistischen Zahlen gucken und sehen, der Westen, allein Westeuropa, ist dem russischen Militärhaushalt weit, weit überlegen. Nun hast du angesprochen China. China ist sicherlich ein neues Problem. Wir müssen China in Abrüstungsverhandlungen mit einbeziehen. China hat längst nicht so viel Atomwaffen wie die NATO-Staaten oder wie Russland. Aber China hat auch über 300 Atomwaffen. Und das ist ein großes Problem. Also, und rüstet ständig auf. Das kommt dazu. Also China, das ist das eigentliche Problem, glaube ich, in Zukunft. China muss einbezogen werden. Und ich denke, dass das möglich ist, wenn man es ernsthafter versucht, als das bis jetzt der Fall war. Solange aber der Westen oder auch nur Deutschland sagt, wir rüsten weiter auf und wir werden von 1,3% Geld für die Rüstung von unserem Bruttosozialprodukt jetzt auf 2% erhöhen, solange besteht keine Chance, dass China abrüstet. Erst wenn wir selber abrüsten von dem hohen Niveau, auf dem wir sind, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ich China dazu bringe, dass die vom Wettrüsten ebenfalls Abstand nehmen. Also selber tun, was man von anderen erwartet.
Das weiß jedes Kind, das lernt jedes Kind in der Schule, das ist die Politik der Bergpredigt. Und nur so kommen wir zu einer vernünftigen Abrüstung und zu mehr Frieden in einer besseren Welt. Ja, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Ich glaube, wir im Westen müssen erstmal wieder Vertrauen erwerben. Das heißt, wir müssen einen Vertrauensvorschuss geben. Selbst wenn wir 90% unserer Atomwaffen abrüsten würden ohne Gegenleistung, hätten wir immer noch genug Atomwaffen, die ganze Welt 10-mal in die Luft zu sprengen. Stattdessen wird eigentlich die politische Rhetorik gegen Russland und China verschärft. Eigentlich müssten wir doch, wie du sagst, einseitig abrüsten. Wir haben immer noch genug Potenzial und vor allen Dingen müssten wir auch rhetorisch abrüsten. Natürlich müssen wir das tun. Ich hoffe, dass auch die Friedensbewegung im künftigen Wahlkampf so stark sich zu Wort meldet, dass das ein großes Thema wird. Deutschland muss dem Atomwaffenverbotsvertrag zustimmen. Frank, schon aus schlichten existenziellen Gründen. Wenn es zu einem Atomkrieg käme, und die Gefahr besteht ja immer noch, weiß Gott, liegen wir mittendrin. Aus schlichten Existenzgründen müssten wir das erste Interesse an einer atomwaffenfreien Welt haben. Und ich denke, wir haben allen Grund, den Politikern, die unsere Stimme wollen, im jetzigen Bundestagswahlkampf zu sagen, Freunde, die kriegt ihr nicht, solange ihr nicht dem Atomwaffenverbotsvertrag, den 123 Staaten beschlossen haben, in der UNO zustimmt. Die Mehrheit der Staaten dieser Welt und der Politiker dieser Welt ist hier weit vernünftiger als die deutsche Bundesregierung. Wir müssen hier vorangehen, auch schon aufgrund unserer Geschichte. Müssen wir doch endlich beweisen, dass wir für Frieden arbeiten und nicht mehr für Aufrüstung und Kriegsvorbereitung. Das muss ein zentrales Thema neben dem Klimaschutz dieser Bundestagswahl werden. Und wer es nicht begreift, bekommt unsere Stimme nicht. So einfach ist das. Also wir alle haben es in der Hand. Und wir müssen diese Friedensfrage zur entscheidenden Frage der Bundestagswahl machen. Nur dann werden Politiker aufwachen. Meine Erfahrung, und das ist jetzt 50 Jahre Erfahrung als politischer Journalist, sagt mir, Parteien und Politiker verstehen nur eine Sprache, die Sprache des Wählers und die Sprache der Wählerin. Wir müssen deutlicher machen, wir wollen Frieden und wir wollen Klimaschutz. Das sind die beiden zentralen Aspekte der Bundestagswahl. Und davon machen wir unsere Stimmabgabe abhängig. Politiker verstehen vielleicht irgendwann auch eine andere Sprache. Es gibt einige Politiker, die müssen diese Sprache mittlerweile verstehen. Und das ist die Stimme der internationalen Strafgerichte, die es gibt. Der internationale Strafgerichtshof machte im Mai auf sich aufmerksam. So wurde Dominik Ongwen, ehemaliger Anführer der LRA in Uganda, zu 25 Jahren Haft verurteilt. Er war im Februar wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 61 Fällen vom internationalen Strafgerichtshof schuldig gesprochen worden. Und das UN-Kriegsverbrechertribunal verurteilte Ratko Mladic zu lebenslänglich. Und das sind zumindest mal zwei Urteile gegen Kriegsverbrecher. Die USA ist nicht Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs, leider. Aber es scheint ja so zu sein, dass tatsächlich Urteile zustande kommen, dass Kriegsverbrecher hinter Gittern kommen. Das Instrument arbeitet, nutzt den Opfern eigentlich eine internationale Verurteilung der Täter? Und wie wichtig schätzt du internationale Gerechtigkeit durch solche Gerichtshöfe ein? Ich habe im Nebenfach Völkerrecht studiert und bin deshalb sehr dafür, dass es internationale Gerichtsbarkeit gibt, damit wenigstens die Obergauner dieser Welt, also Menschen, die verantwortlich sind für Völkermord, Menschen, die verantwortlich sind für massenhafte Menschenrechtsverletzungen, für massenhafte Vergewaltigungen von Frauen in Kriegszeiten, damit wenigstens diese Obergauner immer damit rechnen müssen, dass sie nicht straffrei bleiben. Man muss zum Internationalen Gerichtshof in Den Haag sagen, dass es den ja, das wissen viele Menschen nicht, dass es den ja erst seit rund 20 Jahren gibt. Und du hast schon erwähnt, dass die Supermacht USA nicht Mitglied ist, aber auch Russland ist nicht Mitglied und China ist nicht Mitglied und Indien
ist nicht Mitglied. Und nur um die 130, glaube ich, Länder sind Mitglied dieses Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Einige der Verurteilten hast du genannt. Wie gesagt, es gibt diesen Internationalen Strafgerichtshof seit etwa 20 Jahren. Am Anfang haben sich die Afrikaner, viele afrikanische Staaten übrigens bis heute, auch gewehrt gegen diese Urteile, weil am Anfang nur afrikanische Politiker verurteilt worden sind. Also wirklich Menschen, die furchtbare Sachen angestellt haben in afrikanischen Ländern. Das ist richtig, aber in der Zwischenzeit sind auch Europäer verurteilt worden. Warum die USA und Russland und China und Indien, also die Großmächte, oder auch Brasilien, glaube ich, nicht Mitglied sind, ist offensichtlich. Diese Länder fühlen sich selbst so stark, dass sie denken, sie sind von internationaler Gerichtsbarkeit völlig unabhängig und brauchen das gar nicht und müssen sich internationalem Recht gar nicht beugen. Das ist leider noch ein recht unscharfes Schwert heute, dieser internationale Gerichtshof. Aber immerhin, es gibt ihn. Und einige der brutalsten Massenmörder und Kriegsverbrecher und Obergauner dieser Welt sind auch schon verurteilt worden. Das ist gut und das ist abschreckend, damit wenigstens die großen Gauner dieser Welt befürchten müssen, dass sie eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Frank, ich will dir mal aufzählen, eine Reihe von Ländern, die, und dann wird ganz offensichtlich, warum die sich nicht internationalem Recht beugen wollen, weil die alle denken, das ist zu ihren Ungunsten. Nicht-Mitglieder sind, also wie gesagt, USA, Russland, China, Indien, aber auch Israel, Iran, Irak, Kuba, Nordkorea, richtet sich sowieso nicht nach internationalem Recht, aber auch Pakistan, Syrien, Saudi-Arabien, Sudan und die Türkei. Tschechien war eine Zeit lang nicht Mitglied, aber hat aber jetzt angedeutet, dass es Mitglied werden will. Einige Länder waren schon Mitglied und sind wieder ausgetreten. Andere sind wieder eingetreten. Also das ist ein Instrument, um das immer wieder gerungen werden muss. Aber es ist wichtig, damit die schlimmsten Verbrechen dieser Welt, wenigstens damit die Schuldigen sich nicht immer straffrei fühlen können. Es ist wichtig, dass es dieses Gericht gibt. Und es ist wichtig, dass viele von denen, die ich eben aufgezählt habe, die noch nicht Mitglied sind, Mitglied werden und internationales Strafrecht anerkennen. Das ist für die Wirksamkeit von Völkerrecht unendlich wichtig. Das darf nicht straffrei bleiben. Solche brutalen Straftaten, die bisher immer noch weltweit begangen werden. Auf dem NATO-Treffen und auf dem G7-Treffen ist ja auch wieder kritisiert worden, zu Recht kritisiert worden, dass Russland auf die Krim einmarschiert ist und die stärkeren Rüstungsbemühungen werden ja auch immer wieder damit begründet, ja, dann seht ihr mal, was Russland eigentlich macht. Also da wird sozusagen der Bruch des internationalen Völkerrechts beklagt. Umso mehr müsste doch eigentlich Europa die USA auffordern, dann auch dem Internationalen Strafgerichtshof beizutragen, wenn es darum geht, Kriegsverbrechen auch mal ahnden zu können, anstatt einfach nur den anderen zu sagen, ja, ihr habt Recht gebrochen. Ja, Frank, da muss ich allerdings sagen, dass es die EU-Staaten waren, die den Strafgerichtshof, den internationalen Strafgerichtshof vorangetrieben haben. Es waren vor allen Dingen die EU-Staaten, die darauf gedrängt haben, die auch immer wieder Amerika aufgefordert haben, auch die Bundesregierung hat Amerika immer wieder aufgefordert, doch dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag beizutreten. Leider bisher ohne Ergebnis. Ich hoffe, dass der Internationalismus, von dem jetzt Biden immer wieder spricht, auch dazu führt, dass diese harte amerikanische Haltung, vielleicht auch sogar eines Tages die russische und chinesische Haltung aufgeweicht wird und auch die USA und andere Großmächte dem Internationalen Strafgerichtshof beitreten. Grundsätzlich stimme ich dir zu, je mehr beitreten, desto besser, desto stärker wirkt dann dieses Schwert für die Obergauner dieser Welt. Aber wenn die wichtigsten Großmächte und solange die wichtigsten Großmächte diesem Internationalen Strafgerichtshof nicht beitreten und damit auch dieses Recht, dieses internationale Strafrecht nicht anerkennen, bleibt das Schwert unscharf und ziemlich stumpf. Wir bleiben beim Thema Recht. Wir haben ja hier schon verschiedentlich berichtet, dass das Bundesverfassungsgericht
Ja, das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung in Müll geworfen hat und gesagt hat, was an Politik stattfindet, reicht nicht aus, den Klimawandel zu verhindern. Und darauf hat die nächste Generation ein Recht. Nun hat die Bundesregierung das nächste Klimaschutzgesetz vorgelegt. Die erste Lesung im Parlament haben wir schon gehabt. Das ging jetzt alles sehr, sehr rasch und sehr, sehr schnell. Sinngemäß kann man sagen, naja, was die Regierung gemacht hat, ist eigentlich die Ziele von 2050 auf 2045 vorzuverlegen. Reicht das aus, um das, was das Bundesverfassungsgericht angemahnt hat, auch tatsächlich dem dann zu entsprechen? Also das Bundesverfassungsgericht sagt, die Bundesregierung muss alles unternehmen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das heißt, es darf global nicht wärmer werden als 1,5 Grad gemessen an der vorindustriellen Zeit, wo wir noch relativ wenig CO2 emittiert haben. Das ist die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes. Was sagt die Wissenschaft dazu? Die gesamte Klimawissenschaft ist sich einig, auch 2045 reicht da nicht. Das sagt das Wuppertal-Institut, das sagt das Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung, wo die besten und populärsten und wichtigsten Klimaforscher der Welt sind. Das sagt der Weltklimarat. Die Wissenschaft ist sich einig. Das muss mindestens noch 10 Jahre vorher erfolgen. Also was die Bundesregierung immerhin von 2050 auf 2045 jetzt vorgezogen hat, reicht noch nicht. Da muss ich dir leider recht geben. 2045 ist besser als 2050, aber es ist nicht genug. Nehmen wir mal allein dieses Wochenende. An diesem Wochenende haben wir Wetterextreme in Deutschland. Wir haben Starkregen im Westen. Wir haben Riesengefahr für Waldbrände im Osten. Gott sei Dank gehen die Fridays for Future Leute wieder auf die Straße seit letztem Freitag. Die Zahl der Hitzetoten, so hat Gesundheitsminister Spahn gestern gesagt, die Zahl der Hitzetoten im August 2020 betrug 4.000 in Deutschland allein. Das heißt, wir hatten mehr Hitzetote als Corona-Tote im August 2020. Und die Zahl nimmt Jahr um Jahr zu. Das heißt also, wir haben allen Grund, das, was die Bundesregierung jetzt für 2045 immerhin vorgezogen hat, dabei nicht stehen zu bleiben. Und ich glaube auch, dass es eine Reihe von Wirtschaftlern gibt, die inzwischen weiter sind als die Bundesregierung. Große Wirtschaftsverbände sagen schon, wir würden mehr schaffen können als 2045. Wir könnten klimaneutral schon 2035 oder 2040 spätestens werden, sagen bereits große Wirtschaftsverbände heute. Wenn wir dann Sicherheit haben, dass das für alle gilt. Also wenn wir sicher sind, dass das für alle gilt, wir würden das technisch schaffen. Der Druck der jungen Generation, erstens. Zweitens der Druck der Finanzwirtschaft, die auch sagt, wir investieren immer mehr in Energieträger, die erneuerbar sind und die nicht das Klima belasten. Der Druck von immer mehr Wirtschaftsverbänden. All das kommt zusammen, damit wir verstehen können, dass wir bei 2045 nicht stehen bleiben dürfen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, weiß Gott, und vielleicht kann man nicht auf einmal alles erwarten von einer Regierung, aber spätestens die nächste Regierung muss die nächsten Schritte einleiten. Und ich hoffe, dass die Grünen dabei sind, in welcher Konstellation auch immer. Die Grünen sind bisher die einzigen, die zumindest in diese Richtung denken. Die sind auch noch nicht ganz so weit, wie man auf dem letzten Parteitag gesehen hat. Also jetzt schon klar zum 1,5-Grad-Ziel um jeden Preis sich bekennen. Aber wir brauchen dieses 1,5-Grad-Ziel nahezu um jeden Preis. Und wenn das sozial verträglich gestaltet wird, dann bin ich sicher, dass das machbar ist. Nach allem, was die Wissenschaft sagt, uns heute sagt, geht das. Man muss es nur wirklich, wirklich auch wollen. Muss man nicht sagen, dass die Bundesregierung das Urteil nicht richtig ernst genommen hat?
Denn jetzt passiert ja Folgendes. Jetzt kommt ein neues Klimaschutzgesetz. Jetzt sagt die Bundesregierung, ja, wir haben dem Bundesverfassungsgericht Urteil Genüge getan. Jetzt fangen sozusagen die Klimaschützer wieder an, gegen die Bundesregierung zu klagen. Wieder dauert es ein paar Jahre, bis dann wieder gesagt wird, auch das ist nicht ausreichend. Im Grunde genommen hat man eigentlich relativ lässig sich das Problem dieses Urteils politisch vom Hals geschafft, anstatt wirklich mal 5 Minuten darüber nachzudenken, welche Maßnahmen wirklich erforderlich gewesen wären. Und das Gesetz jetzt ist ja überhaupt nicht ausreichend. Im Grunde genommen hat man sich ja eigentlich, ist das eine Mogelpackung, und irgendwie hat die Bundesregierung nicht wirklich dieses Urteil ernst genommen, finde ich jedenfalls. Diese Bundesregierung, die Große Koalition, da kann ich dir nur recht geben, klar. Deshalb sage ich ja, wir brauchen eine andere Bundesregierung. Wir müssen hoffen, dass dann mehr Druck gemacht wird, noch mehr, als das heute der Fall ist. Frank, nur ein Beispiel vom letzten Wochenende wieder, was Minister Spahn angekündigt hat. Das kostet ja alles wahnsinnig Geld. Das ist ja alles viel teurer, wenn ich keinen Klimaschutz mache, als wenn ich rechtzeitig Klimaschutz mache. Klimaschutz kostet, das kann niemand bestreiten. Aber kein Klimaschutz kostet die Zukunft. Minister Spahn hat gestern angekündigt, wir brauchen jetzt in allen Pflege- und Alteheimen in Deutschland mehr Möglichkeit, die Sommerwärme zu reduzieren. Das wird wahnsinnig viel Geld kosten. Also wir stecken mitten im Klimawandel. Und je rascher der Klimawandel voranschreitet, und er schreitet voran, wie wir auch in diesen Wochen wieder sehen, desto mehr wird die Bundesregierung gezwungen, und erst recht die nächste Bundesregierung gezwungen, mehr zu tun, als das jetzt der Fall ist. Wir kommen um eine Erkenntnis nicht mehr herum. Macron in Frankreich hat sie bereits laut ausgesprochen, und du hast sie neulich zitiert bei einer unserer Sendungen, das neue 2050 heißt 2030. Das, was die EU und Deutschland, zum Teil auch die US-Regierung unter Biden, bis jetzt für 2050 angekündigt hat, müssen wir bis 2030, ich würde sagen spätestens 2035, das ist auch die Zahl, die das Bundesverfassungsgericht genannt hat, schaffen an Klimaschutz. Also weit schneller und weit mehr, als das bisher der Fall war. Und nach allem, was wir wissen, die Techniken sind da. Keiner kann sagen, wir haben nicht genug Solaranlagen, wir haben nicht genug Technologien. Wir haben diese Technologien. Wir brauchen etwa 2% des Landes Deutschland, um Windräder aufzustellen. 2% brauchen wir, um so viel Windräder aufzustellen, dass wir vielleicht ein Drittel der Energie künftig über Windenergie organisieren können. Wir brauchen eine Vervierfachung des Ausbaus bei der Solarenergie. Wenn wir die zwei Pfade begehen, Wind- und Solarenergie weit schneller als bisher und dann auch noch im Autoverkehr schneller weiterkommen, so wie Audi das jetzt bereits angekündigt hat. Man sieht ja, dass es wirklich viel schneller geht, als die Politik bisher gemeint hat. Also die Audi-Ankündigung ist ein Schlag ins Gesicht der Bundesregierung. Keiner, außer den Grünen mit Frau Baerbock, kein anderer der Kanzlerkandidaten hat bisher gewagt, weder Herr Scholz noch Herr Laschet, zu sagen, wir brauchen einen raschen Ausstieg, einen relativ raschen Ausstieg. So rasch ist das ja auch gar nicht 2030 vom Benziner und vom Dieselauto. Aber die Industrie ist wieder mal schneller als die Politik. Und das lässt mich am meisten hoffen. Ich denke, da wird noch sehr viel passieren. Wir brauchen viele Audis und solche Ankündigungen, wie wir das in diesen Tagen von Audi erfahren haben. Das ist genau der richtige Weg. Und man sieht ja, die ganze Geschichte der Technologie der letzten 200 Jahre zeigt ja, dass solche Veränderungen viel rascher kommen, wenn die neuen Technologien mal da sind, als das bisher vermutet wurde. Das war beim Smartphone so, das war beim ersten Handy so, das war beim Umstieg von der Pferdekutsche auf das klassische Auto so, dass alles viel schneller ging. In wenigen Jahren ist der Umstieg geschafft, wenn man mal den Einstieg geschafft hat. Das heißt, es ist ganz wichtig, den Einstieg für den Ausstieg zu schaffen. Und das haben wir beim E-Auto schon organisiert. Im Jahre 2020, Frank, wurden in Deutschland 4-mal mehr Elektroautos verkauft als noch im Jahr 2019. Und jetzt geht auch in diesem Jahr die Zahl der Elektroautoverkäufe dramatisch nach oben.
Die Chinesen haben uns vorgemacht, Tesla hat es uns vorgemacht, wie das geht. Und wenn die deutschen Autobauer, also neben Audi, auch Daimler und VW insgesamt und andere nicht aufwachen, dann werden sie verschwinden vom Markt. Das ist die große Chance der Marktwirtschaft. Und ich hoffe, dass wir marktwirtschaftlich das hinkriegen. Wenn wir die kleinen Umstiege, die wir jetzt brauchen, ich zähle mal ein paar auf. Was brauchen wir denn an raschen Umstiegen? Natürlich rasch ein Tempolimit. Ist schon eine ganze Menge zu erreichen für den Klimaschutz, ohne dass es uns etwas kostet. Aber selbst dieser kleine Umstieg, 120 oder 130 Tempolimit, der eine Menge bringt, ist mit den Altparteien nicht zu machen. Oder 2% der Fläche in der Bundesrepublik für Windräder. Oder Solarpflicht für Neubauten. In Baden-Württemberg ist das gerade unter Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz zum Gesetz erhoben worden. Jeder Neubau braucht Solaranlagen. Und das brauchen wir bundesweit. Das muss die nächste Bundesregierung, vielleicht ist es eine Schwarz-Grüne oder eine Grün-Schwarze, auch machen, was Grün-Schwarz in Baden-Württemberg gemacht hat. Also es geht ja. Und an einigen Stellen ist ja schon bewiesen, dass es geht, auch politisch machbar ist. Also ich bin relativ optimistisch, dass wir die Kurve noch kriegen. Optimistisch aufgrund der jungen Leute, die machen Druck, aufgrund der Wirtschaft, aufgrund der Finanzströme, die sich umstellen von der alten Energie in Richtung erneuerbare Energie, immer mehr investieren und auf Druck, aufgrund von einigen klugen Landesregierungen, die schon längst bewiesen haben, dass viel mehr geht im Klimaschutz, als die GroKo bundesweit bis jetzt zustande gebracht hat. Ja, und ich möchte nochmal bemerken, auch Biggie Alt hat den Absatz von Elektrofahrzeugen in Deutschland angekurbelt. Also Gratulation ins Hause Alt. Man ist da technologisch ganz weit vorne. Franz Alt hat ja eine alte Anlage mit einer 30 Jahre alten Photovoltaikanlage und hat sich jetzt einen Speicher in den Keller gehängt. Darüber sprechen wir später. Aber der Strom, aus dem Franz Alt gerade bei der Übertragung benutzt, ist tatsächlich von seiner 30 Jahren alten Photovoltaikanlage, kann er bestens mit leben, doch dazu in der Sendung später. Letztes Thema dieser Sendung ist, was machen wir eigentlich mit Belarus? Also es ist ja schon beeindruckend, dass es tatsächlich der Regierung gelungen ist, die Proteste zu unterdrücken. Man hat gedacht, es gab eigentlich schon so einen Dammbruch, das entwickelt sich jetzt weiter, aber es ist tatsächlich gelungen, die Demonstrationen zu unterdrücken. Es ist gelungen, Oppositionelle in Haft zu bringen. Man hat ein Flugzeug umgeleitet und zur Landung gezwungen und hat einen Oppositionellen festgenommen. Man führt ihn vor in der Öffentlichkeit und tatsächlich schafft man es ja offensichtlich, diese Proteste zu unterdrücken. Die alten Machthaber können sich an der Macht halten. Wie gehen wir denn jetzt mit Belarus weiter um? Ich glaube, das, was die EU beschlossen hat, zunächst einmal politische Sanktionen, ist genau richtig. Das ist das, was dem Machthaber in Belarus wehtut. Und er kann sich ja nur halten aufgrund seines Freundes Putin. Leider hält Putin immer noch zu ihm. Der ihn finanziell unterstützt. Die Opposition, Frank, ist ja nicht verschwunden. Ich habe mir nochmal nachgelesen, das, was die Oppositionsführerin, die eigentliche Wahlgewinnerin in Belarus, Svetlana Tichanowskaja, in diesen Tagen im Heute-Magazin, im ZDF, gesagt hat. Und ich glaube, das ist die beste Antwort, die man dem Diktator in Belarus heute geben kann. Sie hat gesagt, auch wenn es im Moment keine Massendemonstrationen auf der Straße gibt in Belarus, ist es trotzdem so, dass wir bereit sind, weiterhin für die Freiheit zu kämpfen. Auch wenn die Regierung uns mit Waffen daran hindern will. Das ändert aber nichts daran, dass in uns nach wie vor das Feuer brennt, die Glut für Veränderungen zu kämpfen. Eine sehr mutige Aussage. Und mir fällt immer wieder auf, dass es vor allen Dingen mutige Frauen sind,
die in Belarus noch immer auf die Straße gehen, wenn auch nicht mehr so massenhaft wie noch vor einigen Monaten, aber sie lassen sich einfach nicht unterkriegen. Wir wollen, sagt Frau Tichanowskaja weiter im ZDF, wir wollen, dass die politische und humanitäre Krise friedlich beigelegt wird. Das ist die Voraussetzung dafür, dass diese Opposition auch Erfolg haben wird. Sie bleiben friedlich. Und deswegen möchten wir auch, fährt sie fort, dass es nicht noch mehr Opfer gibt, nicht noch mehr Folter in den Gefängnissen. Das ist der falsche Weg. Wir sind dafür, dass wir zivilisiert und friedlich diese Krise beilegen. Die Geschichte, Frank, gibt dieser Oppositionsführerin recht. Keine Diktatur, kein Stalin, kein Hitler hat sich ewig gehalten. Auch Diktatoren, auch Lukaschenko wird sich nicht ewig halten. Wenn die Leute konsequent bleiben und im Geiste weiter gegen diese Unfreiheit sind, dann werden sie letztlich siegen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das war schon immer so. Wir haben immer die negativen Dinge aus der Geschichte im Kopf. Wir brauchen auch die positiven Fortschritte und die positiven Bewegungen. Und das ist in Belarus kein bisschen anders, als das in der alten DDR der Fall war. Oder in einer ganzen Reihe von Ländern in Osteuropa, solange sie noch zur Sowjetunion gehört haben. Dort herrscht heute weitgehend Freiheit, zumindest mehr Freiheit, wenn ich an Polen oder an Ungarn denke, als noch vor 30 Jahren. Mehr Freiheit. Und das wollen alle Menschen auf der ganzen Welt. Und diese Freiheitsbewegungen sind nicht totzukriegen, auch in Belarus nicht. Man sieht ja, viele Oppositionspolitiker sind vernünftigerweise im Exil, bevor sie in Belarus gefoltert werden und ins Gefängnis gesteckt werden, aber sie geben nicht auf. Selbst der Dalai Lama, der seit 60 Jahren im Exil ist, gibt nicht auf und sagt, ich bin überzeugt davon, Tibet wird eines Tages frei sein. Wir müssen nur friedlich bleiben. Und solange diese Menschen Opposition von Tibet bis nach Belarus friedlich bleiben, haben sie die Chance, die alten Machthaber abzulösen. Warum? Weil der Freiheitswille der Menschen viel stärker ist als die Lust, sich versklaven zu lassen. Wir kommen als Freiheitsliebende auf die Welt und nicht als Freunde der Sklaverei. Und deshalb werden langfristig Typen wie der Herr Lukaschenko keine Chance haben. In seiner Haut möchte ich sowieso nicht stecken. Mit Glück hat das nichts zu tun, wenn ein Diktator mit Gewalt sich hält. Das gilt für alle Diktaturen dieser Welt. Nur, das geht nicht von heute auf morgen. Da müssen immer mehr Menschen einen Freiheitswillen entwickeln und diese Freiheitswillen auch kundtun und mutig sein. Und ich glaube, auch in Belarus ist das der Fall. Da entwickelt sich mehr und mehr Freiheitswille, je mehr die Oppositionsführer sagen oder Oppositionsführerinnen in Belarus sagen, wir bleiben friedlich. Wir wollen friedliche Veränderungen und nicht das, was der Diktator macht, nur mit anderen Vorzeichen. Die Opposition in Belarus hat ja während der Demonstrationen auch zum Generalstreik aufgerufen und die Mehrheit der Bevölkerung in Weißrussland ist dem nicht gefolgt. Muss man nicht eigentlich auch die Kritik an die Bevölkerung zurückgeben und sagen, zu einem Zeitpunkt, als wirklich die Demonstration in großen Massen auf der Straße war, ist die Mehrheit der weißrussischen Bevölkerung nicht dazu gekommen und hat eigentlich dem Regime so das Überleben ermöglicht. Die Mehrheit der weißrussischen Bevölkerung hat sich eigentlich entschieden, stillzuhalten. Ja, das ist ein Regime der Angst. Das war in der DDR, Frank, vor 30 Jahren nicht anders. In Leipzig sind zwar Hunderttausende auf die Straße, aber insgesamt in der DDR von 17 Millionen sind auch nicht die Mehrheit auf die Straße. Es waren am Anfang immer und sind am Anfang immer starke, konsequente Minderheiten, die mutig sind. Und auch in der DDR, ich habe eine Reihe von Freunden, die im Gefängnis waren, noch ein Jahr bis zum Januar 89 waren Dutzende von Bürgerrechtlern in der DDR noch im Gefängnis. Und ein Jahr später war der Spuk mit Herrn Honecker vorbei. Da sieht man, wie schnell es gehen kann. Man kann ja keine zeitlichen Prognosen stellen. Aber man kann daran erinnern, dass es Parallelen gab in der Geschichte. Gerade bei uns in Europa und in Osteuropa gab es die Parallelen vor 30 Jahren.
Und auch damals waren es nicht überall gleich Mehrheiten. Es waren starke, konsequente, mutige Minderheiten, die auf die Straße gingen. Und in Ost-Berlin im November 89 war es dann plötzlich 1 Million. Und das hat gereicht, um das Ende ganz rasch einzuläuten. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass starke Minderheiten solche Veränderungen bewirken. Und das ist meine Hoffnung, dass es starke, konsequente Minderheiten sind. Es gibt ja Soziologen, die sagen, wenn 10% einer Bevölkerung, einer Region etwas ändern will, 10% reichen aus, um eine neue Richtung einzuschlagen. Und vielleicht sind es noch nicht wirklich konsequent 10%, die dauerhaft ein anderes System wollen und mehr Freiheit wollen. Aber es entwickelt sich in diese Richtung. Ich bin ganz sicher, es ist nur eine Frage der Zeit in Belarus und anderswo, dass sich die Freiheit und der Freiheitswillen der Menschen durchsetzen wird. In der Sendung Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld haben wir ja die Wirksamkeit von Wirtschaftssanktionen schon sehr oft behandelt. Und eigentlich sind wir immer zu dem Ergebnis gekommen, dass Wirtschaftssanktionen nicht die Politik in die gewünschte Richtung beeinflusst hat, sondern eigentlich immer nur der Zivilbevölkerung geschadet hat. Jetzt gibt es diese Sanktionen gegen Belarus. Und die Frage ist eben hier auch, treiben wir letztlich nicht Lukaschenko weiter in die Arme von Moskau? Er ist jetzt schon am finanziellen Tropf. Putin würde gerne Weißrussland wieder in die Union mit Russland zurückholen. Letztlich befördern wir das doch eigentlich mit den Sanktionen. Das Gegenbeispiel ist allerdings, wo Sanktionen sehr geholfen haben, Südafrika. Nelson Mandela hat immer betont, wie wichtig die Sanktionen gegen das Apartheid-Regime dort gewesen sind. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Das Verhältnis Putin und Lukaschenko ist sicherlich im Moment ein sehr enges Verhältnis, aber bitte, die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Putin sind begrenzt, in diesem Fall Gott sei Dank begrenzt, allzu lange wird er nicht helfen können. Ich glaube, in der jetzigen Situation hat die EU und haben die USA gar keine andere Wahl gehabt, vor allen Dingen nach der Zwangslandung des Flugzeugs und der Festnahme zweier Oppositioneller dort, als wirtschaftliche Sanktionen auszuüben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade in Belarus die wirtschaftlichen Sanktionen so dramatisch sind. Also gut geht's den Belarusen ja nicht ökonomisch und dem Herrn Lukaschenko auch nicht, dass die doch wirken. Also ich denke, das kann man nicht verallgemeinern, dass wirtschaftliche Sanktionen überhaupt nichts nutzen. Wie gesagt, Südafrika ist das Gegenbeispiel. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Belarus das zweite Gegenbeispiel wird. Dem Land geht es wirtschaftlich überhaupt nicht gut und Putin kann nicht viel helfen, weil es den Russen selbst nicht gut geht und Putin ja selbst mit Sanktionen kämpfen muss. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb er jetzt in der Abrüstungsfrage einen neuen Weg einschlagen will. Das könnte ja sein, dass da Dinge zusammenkommen, die wir jetzt noch nicht klar übersehen können. Gerade das Treffen Biden-Putin hat mir klargemacht, dass sich hier etwas ändern kann. Also insofern bin ich da nicht ganz so pessimistisch wie du. Die europäische Politik hat ja die erzwungene Notlandung des Ryanair-Fluges als Staatsterrorismus bezeichnet. Gregor Gysi, der immerhin Präsident der Sozialistischen Internationale, hat das auch kritisiert, aber er hat dem Westen Doppelmoral vorgeworfen und bezog sich 2013 auf die Zwangslandung des bolivianischen Präsidenten Morales. Dem sind ja die Überflugrechte über Frankreich, Portugal und Spanien entzogen worden. Er musste also in Österreich landen. Das haben damals die USA in Gang gesetzt, weil sie den Whistleblower Edward Snowden an Bord vermuteten. Und das wird ja auch sozusagen von russischer Seite jetzt immer wieder hervorgekehrt, zu sagen, naja, wenn die USA ein solches Flugzeug zum Notlanden bringen, um einem Regimekritiker Herr zu werden, sagt der Westen nichts. Wenn es Lukaschenko macht, ist es Staatsterrorismus. Ist also die westliche Kritik doppelzüngig? Ja, das ist sie, das muss man leider sagen. Und das gilt nicht nur hier bei dieser Zwangslandung, sondern das gilt erst recht in der ganz großen, wichtigen Frage der Abrüstung. Wir wollen immer, dass die anderen abrüsten, anstatt dass wir selber anfangen und die ersten Schritte unternehmen.
Also wenn ich will, dass der andere abrüstet, dann muss ich abrüsten. Und vor allen Dingen dann, wenn ich ihm weit überlegen bin und weit mehr Geld in die Rüstung stecke als der andere, den ich dafür kritisiere. Da kann ich dir noch recht geben. Wir haben mal mit Jürgen Totenhöfer in dieser Sendung auch darüber diskutiert, wie doppelgesichtig der Westen ist. Auch bei uns gibt es Menschenrechtsverletzungen. Auch bei uns gibt es diese furchtbare Aufrüstungseuphorie und der Wahnsinns- und Irrglaube, man könne mehr Frieden schaffen mit immer mehr Waffen und Aufrüstung. Also da kann ich nur sagen, müssen wir mal anfangen. Und gerade wir Deutschen hätten viel Grund, diese Doppelmoral mal zu beenden und nicht von anderen Abrüstung zu erwarten und selber auf 2% aufzurüsten. Das ist genau der Punkt, wo wir einfach nicht glaubwürdig sind. Wenn ich will, dass der andere abrüstet, muss ich abrüsten. Sonst bin ich unglaubwürdig. Und sonst kann es nicht zur Abrüstung kommen, sondern im Gegenteil, es wird immer gefährlicher und die Welt wird nicht sicherer, sondern immer unsicherer. Ja, du hast gerade auf unser Gespräch, auf dein Gespräch mit Totenhöfer hingewiesen. Und wir haben ja auch mit Horst Telschick drüber gesprochen, über die ganze internationale Sicherheitsarchitektur. Und ich habe gerade nochmal nachgelesen, die Rede, die Putin 2001 im Deutschen Bundestag gehalten hat. Da hat er ja eine europäische Sicherheitsarchitektur vorgeschlagen. Er hat sogar vorgeschlagen, dass Russland Mitglied der NATO wird, zumindest im politischen NATO-Rat. Und das war ja die ausgestreckte Hand, egal was man jetzt an Putin kritisiert, da gibt es ja viel zu kritisieren. Und da hat man ja überhaupt nicht drauf reagiert. Und deshalb fand ich es eigentlich auch gerade bei dieser Konglomeration, wir sprechen gerade über Weißrussland oder Belarus, finde ich das eben so schade, wie das abgelaufen ist. Auf dem G7-Treffen wurde mit dem Säbel gerasselt, auf dem NATO-Treffen wurde mit dem Säbel gerasselt. Und ich habe mir dann hinterher die Pressekonferenz von Putin live angehört und man hat eigentlich gemerkt, hier ist ein russischer Politiker, der sich vom Westen überhaupt nichts mehr erwartet. Das ist eigentlich fast so ein ermatteter, frustrierter, ja, er kann dann mit Biden reden. Biden sagt, ja, hier konkrete Ansagen Richtung Russland. Aber eigentlich haben wir diese konfrontative Situation gar nicht. Und eigentlich wäre es doch jetzt wirklich mal an der Zeit, nicht zu sagen, Amerika führt die Welt und die Russen sind die Bösen, anstatt zu sagen, kommt, wir nehmen das, was 2001 mal Putin vorgeschlagen hat, als Pfad wieder auf. Das schlägt auch Gorbatschow vor, dass man die Rede, die Putin damals im Deutschen Bundestag gehalten hat, die ich auch sehr hoffnungsvoll fand, wieder aufgreift. Und dass wir das Haus Europa ernster nehmen, das gemeinsame Haus Europa ernster nehmen, als das bisher der Fall war. Putin wurde von vielen westlichen Politikern enttäuscht, übrigens Gorbatschow auch. Gorbatschow hat auch Grund gehabt, sich von Kohl enttäuscht zu fühlen. Und es sind nicht zufällig zwei CDU-Politiker, die du gerade genannt hast, der Telschick, der Horst Telschick und der Jürgen Totenhöfer, die heute sagen, wir haben Chancen verpasst. Und das könnten wir nachholen, wenn wir es wirklich ernst meinen. Und da wäre eine ganze Menge nachzuholen. Für mich allerdings hat dieses Treffen Biden-Putin doch auch gezeigt, dass beide jetzt versuchen, pragmatische Politik zu machen. Also eine Politik der Vernunft, eine Politik des Pragmatismus. Und das lässt mich hoffen, dass einiges von dem, was auch vom Westen versäumt wurde, jetzt nachgeholt und aufgearbeitet werden kann. Also das Wagnis Vernunft muss jetzt die Devise sein für die Zukunft der beiden Supermächte, der beiden großen Atommächte, USA und Russland. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Putin auf dieses alte Angebot von 2001, er hat es noch mal ungefähr wiederholt auf der Sicherheitskonferenz in München, ich glaube, es war 2007, dass Putin noch mal darauf zurückkommt und dass wir an dieser gesamten Sicherheitsarchitektur für unser gemeinsames Haus Europa, dass wir die gemeinsam aufbauen können und dass diese Konfrontation innerhalb von Europa und quer durch Europa endlich der Geschichte angehört. Das wäre die große Aufgabe der jetzigen Generation. Unter Biden ist dies eher möglich, als dies unter Trump möglich war. Und ich hoffe, dass auch die künftige Bundesregierung eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler hat, der an dieser Sicherheitsarchitektur Europa intensiv und sehr ernsthaft
arbeitet. Es ist im Sinne von Deutschland, in erster Linie doch im Sinne von Deutschland. Denn wir liegen mittendrin, wenn es zu Konflikten und zu Auseinandersetzungen kommt. Wir müssten am ehesten an mehr Sicherheit und mehr Frieden in Europa interessiert sein. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann haben Sie es wahrscheinlich auch geschafft und so lange geguckt, weil Sie Interesse an anderen Informationen und anderen Bewertungen haben. Und wenn ich mir die Berichterstattung angucke über das G7-Treffen, über das NATO-Treffen, über das Treffen Biden-Putin im Umgang miteinander, dann kann ich nur sagen, lassen Sie sich nicht in eine neue Feindsituation hineinquatschen und berichten. Lassen Sie sich nicht neue Feindbilder präsentieren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es so, ich habe von der russischen Besetzung von Berlin, Franz Alt hat es schon gesagt, überhaupt gar keine Angst. Mir leuchtet auch der chinesische Konflikt nicht ein. Natürlich sehe ich die chinesische Hochrüstung, aber dagegen nutzt ja nichts, europäische Waffen und amerikanische Waffen zu stellen, wenn kein einziges Elektroauto bei uns ohne chinesische Batteriezellen fahren kann. Wir sind technologisch mittlerweile und wirtschaftlich von China abhängig. Ich weiß gar nicht, was uns Rüstung dagegen helfen soll. Was uns einfach nur hilft, ist Entspannung, Friedenspolitik, Abrüstung und wie Sie in der Sendung auch gesehen haben, Klimaschutz. Wenn wir das nicht machen, gibt es keine Zukunft in der Zukunftssendung von Franz Alt, die er immer wieder macht, um für die Zukunft zu kämpfen. Und Franz, du hast das Schlusswort. Ja. Du hast die beiden großen Themen in den nächsten Monaten in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit genannt. Frieden, Abrüstung auf der einen Seite und Klimaschutz auf der anderen Seite. Das ist das große Thema, das große Friedensthema, Klimaschutz. Und das, Frank, findet ja in all deinen Sendungen statt, beinahe jeden Abend auf Transparenz TV und auch bei uns. Jeden Montagabend um 20.30 Uhr werden wir uns verstärkt in den nächsten Monaten bis zur Bundestagswahl immer wieder mit diesen Überlebensfragen beschäftigen. Es ist die Überlebensfrage der Zukunft. Einmal atomare Abrüstung und Abrüstung überhaupt und Aufrüstung bei ökologischen und sozialen und Gerechtigkeitsthemen auf der einen Seite und Klimaschutz auf der anderen Seite. Wir haben eine Bundeskanzlerin jetzt noch, die schon vor über 10 Jahren gesagt hat, Klimaschutz ist die Überlebensfrage der Menschheit. So ist es, aber diese Erkenntnis muss noch in der deutschen Politik erst richtig ankommen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, danke lieber Frank für deine Fragen und wünsche einen schönen Abend. Wenn Sie mögen, bis zum nächsten Montag. Tschüss.